Hallo Leute, willkommen zurück zu unserem ersten richtigen Einsatz. Wir sollen uns beim der Einsatzleitung melden. Irgendwo im Gebäude gibt es eine Rauchentwicklung. Bislang konnte niemand die Ursache dafür finden. John, du gehst gemeinsam mit Alex und Chris rein. Schnappt euch die Ausrüstung und seht zu, dass ihr die Ursache schnellstens findet. Alles klar, Mike. Verstanden. Los, John, komm mit. Im Port deines Fahrzeugs findest du die Ausrüstungsgegenstände hinter der Ladegabe. Du kannst dir das... Okay. Was braucht man alles? Axt. Das nehmen wir auch mit. Nö, da ist nichts, was wir brauchen. Jetzt schnapp dir deine Ausrüstung und los! Ja, nerv nicht. Ich brauch nur einen Feuerlöscher, gibt's keinen? Doch, da. Chris, John, seid ihr soweit? Ja, alles klar. Dann mir nach. Los geht's. Und schon wieder Ladebildschirm. So, alle bereit? Dann mir nach. Mir nach ist geil, ich renne schneller als die zwei. Mike, hier Alex. Kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Hier kommt tatsächlich Rauch aus der Belüftungsanlage. Die Ursache ist bis jetzt aber noch nicht ersichtlich. Verstanden. Dann macht euch mal schnellstens auf die Suche. Sind schon unterwegs. Okay, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Chris, du gehst nach links rüber zu den Geschäften. John, du siehst dich oben im Hauptgang um. Achte vor allem auf Mülleimer und Aschenbecher. Ich gehe zu den Läden links und überprüfe die. Dann mal los. Alles klar. Gut, oben. Ihr habt es scheinbar sehr eilig. Da brennt nichts. Da sehe ich auch nichts. Airport Store. Duty Free Shop oder was? Wobei wir sind noch nicht hinter der Security. Ich konnte nichts entdecken. Wie sieht es bei euch aus? Ich konnte auch nicht erkennen, was die Ursache für den Rauch sein könnte. Hier ist bislang auch nichts zu sehen gewesen. Dann suchen wir jetzt weiter vorne in Richtung Gastronomie. Irgendwo muss der Rauch ja herkommen. Seht ihr das? Der Rauch wird auf jeden Fall stärker. Wir müssen also auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich sehe es. Also weiter. Wieso kann ich jetzt... Da hinten wird der Rauch schon wieder schwächer. Das muss also hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Chris, du schnappst dir die linke Seite. Ich sehe mich rechts um und John, du überprüfst weiter den Hauptgang. Alles klar. Wieso kann ich jetzt nicht auf die... auf den Feuerlöscher umschalten? Also da sehe ich nichts, oder? Ja. Da brennt nichts. Alex, Chris, hört ihr mich? Hier scheint etwas in einem Mülleimer Feuer gefangen zu haben. Ich kümmere mich drum. Alles klar, John. Wo genau bist du? In dem Seitengang, hinter dem Burgerladen. Bleib, wo du bist. Wir kommen rüber. Chris, hast du verstanden? Ja, habe verstanden. Ich stehe jetzt mal eine halbe Stunde im Rauch herum. Feuerlöscher? Wo ist mein Feuerlöscher? Wie sieht's aus, John? Der Brand ist gelöscht. Gute Arbeit. Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? John hat den Brandherd gefunden und das Feuer ist bereits gelöscht. Gute Arbeit, Jungs. Dann schaltet bitte den Signalgeber wieder aus und tretet dann den Rückweg an. Verstanden, jawohl. Mike. Sind schon unterwegs. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Ja, ich würde gerne die Maske absetzen irgendwie, aber geht nicht. Naja, dann halt nicht.
Nee, ich kann die Maske nicht abschätzen. Lauf mal die ganze Zeit Mistmaske rum, ist ja auch wurscht. Ich hoffe, ich ersticke nicht, weil der Sauerstoff irgendwann ausgeht. Okay. Machen wir's so. Hui! Geht nicht. Oh, aua. Naja, 99, mein Gott. Geht auch noch. 99 ist okay. John, du hast die Brandursache gefunden. Dafür darfst du jetzt auch den Alarm abschalten. Nichts lieber als das. Wo? Da nicht. Da nicht. Prima, das war's auch schon. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Melden Einsatz hiermit ab. Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Treten jetzt den Rückweg an. Alles klar, verstanden. Wir sehen uns auf der Wache. Dann ab nach Hause. So, das war unser erster Feuerwehreinsatz. Unser richtiger Einsatz. Wo geht's jetzt hin? Sanitätsstation, Gegenwart. Also jetzt sind wir wieder in dem Haus gefangen. John, bist du noch bei uns? Melde dich bitte. Ja, ich bin hier, Mike. Mir geht's schon etwas besser. Sehr gut. Und jetzt hör mir genau zu. In einem der Nebenräume gibt es eine Brandschutztür. Diese führt in ein Treppenhaus. Allerdings dürfte die Tür durch das Feuer automatisch verriegelt worden sein. Und wir können sie von hier aus nicht öffnen. Verstanden, Mike. Was soll ich machen? Du musst den Strom in diesem Teilabschnitt abschalten. Suche den Hauptstromverteiler und lege den Hauptschalter um. Alles klar. Bin schon unterwegs. Gut, ich schätze mal, der wird in dem Kontrollraum da sein, oder? Da irgendwo. Noch nicht. Okay, da ist er nicht. Wo versteckt man einen Stromschalter? Da? Nee. Da? Auch nicht. Die Suche nach dem Schalter. Nee, da sind nur Spinde. Wir müssen, glaube ich, die Tür da aufmachen. Aber irgendwie müssen wir zuerst den Stromschalter, den Hauptschalter finden. Ist der da? Nee, das ist nur eine Tafel. Ist das lustig. Auch nein. Weil da könnte was sein, oder? Nee. Da ist ein Schalter. Ich habe den Strom jetzt abgeschaltet und mach mich auf den Weg zur Brandschutztür. Verstanden. Melde dich, sobald du das Treppenhaus erreicht hast. Natürlich, Chef. Also, tut mir leid, Leute, aber viel sieht man im Moment leider nicht. Mike, hörst du mich? Ich bin jetzt im Treppenhaus. Das Feuer hat diesen Teil noch nicht erreicht. Wo muss ich jetzt hin? Die Etagen darüber stehen in Flammen. Du musst versuchen, einen Weg durch eine der unteren Ebenen zu finden. Alles klar. Ich werde schon einen Weg finden. Du schaffst das, John. Chris und Alex arbeiten sich durch das Gebäude zu dir vor. Sehr schön. Finde einen Weg durch die unteren Ebenen. Na gut, gehen wir mal los. Okay, da ist Wasser. Ja, die Taschenlampe ist schon eingeschaltet, Leute. Da geht's weiter. Da ist auch offen. Im Moment sieht man leider nicht viel. Kann es aber leider Gottes nicht ändern.
Da ist ein leerer Raum. Auch cool. Da geht's nicht weiter. Da geht's scheinbar weiter. Oder auch nicht. Da ist ein Raum, in dem was drin steht, zwar, aber das uns nicht viel bringt im Moment. Okay. Und da geht's nicht weiter. Ups, da muss ich raus. Von da sind wir, glaube ich, kommen. Das heißt, wir müssen da lang. Da ist ein Fahrrad. Ein Velo. Da ist irgendein. Okay. Hat aus wie ein Heizungskeller oder sowas in der Art. Ja, man sieht leider nicht viel an der Stelle. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was in dem Video erkennen. Da geht's nicht weiter, da steht ein Mistkübel. So. Da ist eine Tür. Geht die auf? Ja, sie geht auf und ich kann einfach durchlaufen. Was suche ich eigentlich gerade? Okay, da geht's nirgends weiter, ist auch toll. Finde einen Weg durch die unteren Ebenen. Na gut, schauen wir mal. Da geht's weiter. Hat ja sicher keine Bewandtnis, wenn ich die Kisten wegnehmen kann. Hm, nee, sicher nicht. Und wir kriechen schon wieder durch einen Lüftungsschacht. Geht das? Nee, geht nicht. Gut, gehen wir mal weiter. Wenigstens geht da jetzt kein Weg ab. Das heißt, ich kann mir nicht unbedingt verirren. Okay, da wird es jetzt interessant. Nee, doch nicht. Geht nur in eine Richtung. Wie kommen die ganzen Gegenstände da rein, wenn das Gitter eigentlich zu war? Wenn das Wasser reinkommt, ist mir klar. Aber die ganzen Teile da? Oder ist auf der anderen Seite offen? So, rechts, links. Also geradeaus oder links? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal geradeaus. Also manchmal schaut das so aus, als wäre da rechts ein Weg. Oder links. Aber so, da geht es jetzt wieder rechts. Und da ist wieder eine Abzweigung. Aber da vorne. Da ist ein Gitter und das ist da. Da ist zu. Okay, dann gehen wir da lang. John? Was ist los? Bist du okay? Au, was war das? Ist mir jetzt was am Kopf gefallen? Kopfschmerzen. Wir sind scheinbar immer noch in der Gegenwart. John, was ist passiert? Hörst du mich? Ich bin noch da, Mike. Ich habe mir den Kopf an einem Regal angehauen. Aber es geht wieder. Wir haben dich bald da raus. Versuche jetzt, das Treppenhaus am Ende des Korridors zu erreichen. Von dort aus musst du in einer der oberen Etagen. Okay, das werde ich schon finden. In den oberen Etagen brennt es zum Teil noch. Versuche irgendwo einen Feuerlöscher zu finden. Du wirst ihn sicher brauchen. Verstanden, Mike. So, also, wir haben gerade eine am Bracholder gekriegt. Eine am Schädel. Hey, da ist ein Verbandskasten. Den will ich haben. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Leute, bevor wir da weitergehen, sage ich aber
danke fürs Zuschauen, das war die zweite Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da, würde mich freuen. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.